So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread letztes Mal haben wir den ersten großen Boss, würde ich sagen, besiegt. Und können jetzt... Nee, das haben wir schon. Okay, nevermind. Doch, wir können es trotzdem da rein. Und können jetzt durch die ganzen... Ach, gehen wir nicht auf den Keks. Durch die ganzen Bewegungssensortüren gehen. Denn die entdecken mich jetzt nicht mehr. So. Ja, und das können wir jetzt da unten dann nämlich auch gleich machen. Also hier einmal schnell durchwuseln. Habe ich hier sonst eigentlich irgendwas verpasst? Ja gut, da ist das Ding zum Klettern, aber ich glaube... Ich glaube nicht, dass wir hier schnell genug durchkommen. Das machen wir, wenn wir den Umhang haben. Da ist nichts weiter. Das ist auch wahrscheinlich ein etwas größerer Abschnitt. Nee, wir gehen einfach hier rein und dann passt die Geschichte. Nein, ich wollte nicht. Passt schon. So. Easy. Ach, geh mir nicht auf die Nerven, diese Flugviecher, ne? So. So, weg mit dir. Okay, hier komme ich nicht rum, aber hier komme ich hoch. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt als nächstes zu irgendeiner Transportmöglichkeit kommen, wie es ja so schön benannt werden. Und wir deswegen entsprechend... Ich wollte nicht... Das ist doch wohl nicht wahr. Genau das wollte ich nicht, aber ist egal jetzt. So. Jetzt ist immerhin alles kaputt. Ja, dass wir zu so einer Transportmöglichkeit kommen und dann den nächsten Abschnitt betreten. Und dann werden wir sehen, ob diese 24% hier fürs ganze Spiel zählen an Items oder für einen Abschnitt. Aber ich schätze mal fürs ganze Spiel. Es wäre schon sonst ziemlich viel, was uns da noch fehlt. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel noch fehlt. Ja, da ist die Transportmöglichkeit. Wir sind auch schon da. Dann können wir noch kurz hier den Raum aufmachen. Aber ich schätze, da wird es jetzt heiß werden. Ja, war klar. Okay. Dann werden wir mal gucken, wohin uns das jetzt bringt. In das nächste Gebiet nämlich. Kartaris. Wir möchten nach Kartaris. Auf geht's! Wo da natürlich das nächste Emmy-Viech rumläuft. Ach ja. Ich nehme an, es ist eine Ladesequenz, keine Cutscene. Ich glaube nicht, dass ich das wegdrücken kann. Ja. Kartaris. Items 0%. Es ist einfach der einzelne Abschnitt. Wollt ihr mich komplett verarschen? Oh mein Gott. Corpius hieß das Viech übrigens, okay. Oh mein Gott, es ist... Oh lol. Ich habe da was gefunden, aber leider habe ich da noch nicht den Morph Ball nach wie vor. Yo, okay, also dann neuer Abschnitt. Hoppala. Da wird's heiß dahinter, oder? Ja, das habe ich wieder gesehen. Yo, alles klar. Wie mache ich dich denn kaputt? Hilfe.
Na, wahrscheinlich erstmal gar nicht. Oder nur so von oben. Aua. Ne, wir lassen den mal in Ruhe. Ist okay. Hier ist auch heiß. Na gut, das ist doof jetzt. Das war ein kurzes Vergnügen in Kataris. Ja, dann geht's wohl zurück nach Ataria. Ich komme hier noch nicht weiter. I'm sorry. Oder soll das so eine... Nee, aber das... Nee, guck mal, das ist die ganze Zeit in diesem heißen Gebiet. Das wird nicht funktionieren. Also da werde ich auf keinen Fall... Nee. Dass man da so schnell durchrennen muss oder sowas, habe ich jetzt gedacht. Oder ist hier, kann ich hier mehr kaputt machen? Ach so. Das wäre es jetzt wieder... Okay, ich muss da wirklich drauf achten. Holy shit, ich muss da böse drauf achten. Dass ich das nicht... Oh mein Gott, ey. Dass ich bei den Sachen kaputt zum kaputt machen einfach darauf achte, dass ich alle kaputt mache und es nicht so aussieht, als ob ich nur mit Morphball davor konnte. Ich dachte halt, ich kann nur mit Morphball... Na, habt ihr gesehen, warum? Aber ist dann Quatsch gewesen. Okay, okay, okay. So, Adam. Talk to me. Wir sind in einem neuen Gebiet. Erzähl mir was dazu. Zephyr scheint durch thermische Energie versorgt zu werden. Magma wird aus dem Inneren des Planeten gepumpt und von dort weitergeleitet. Ich konnte das zentrale Steuerungssystem des Magmaflusses ausfindig machen. Es befindet sich hier in Kataris. Wer hätte das gedacht, wo es heiß ist? Der derzeitige Sud kann dich während deiner Erkundungen auf Kataris nicht schützen. Der extremen Hitze der Lava hält er nicht stand. Du solltest auf gar keinen Fall Gebiete mit derart hohen Temperaturen betreten. Ja, haben wir schon festgestellt. Hier scheint sich ein Shuttle zu befinden. Nutze ihn, um weiterzukommen. Okay. Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen müssen. Deine neue Fähigkeit, den Phantomumhang. Jo, erzähl. Der Phantomumhang verhindert, dass er nie dich aufspüren können. Bisher war Flucht deine einzige Option. Jetzt kannst du auch an ihnen vorbeilaufen. Mach davon Gebrauch, um dein Ziel zu erreichen. Bedenke, dass der Phantomumhang deine Mobilität stark verringert. Ein Emmy wird dich übrigens nach wie vor ergreifen, wenn es zu direktem Kontakt kommt. Ob und wie du dich fortbewegst, liegt ganz an dir. Halte nur deine Umgebung stets im Blick. Der Phantomumhang ist nutzlos, sobald dich ein Emmy gesehen hat. Ergreife dann die Flucht, bis er die Verfolgung aufgibt. Der Phantomumhang kann auch weiter verwendet werden, wenn dein Alien verbraucht ist. Ja, das haben wir schon gesehen, gelesen. Energie verbraucht. Sieh das als einen letzten Ausweg. Deine komplette Energie wird nie aufgebraucht. Setze diese Fähigkeit weise ein, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Okay. Alles klar, Adam. Oder Adam, wie auch immer. So, wir können mehrere Sachen machen. Wir können hier weiter runter. Wir können aber auch erstmal hier weiter. Es geht alles Mögliche. Wir gehen erstmal weiter runter da drüben. Ne, wir gehen erstmal hier weiter. Überall kleine Minigänge, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Aua. Oh, da ist wieder so eine Umkehrung. Kommen wir da auch gleich ran. Ah, das ist aber schon offen. Aber wenn ich jetzt... Okay, aber wenn ich das jetzt umkehre, dann geht es zu, oder wie? Ach, dafür geht jetzt das auf. Ja, aber jetzt ist hier zu. Ach so. Ah, ich verstehe.
Okay. Jetzt. Okay. Jetzt komme ich da unten durch. Aua. Ach, geht doch einfach kaputt, ey, diese Flugdinger, ne? Das sieht nach einem ziemlich großen Raum für Dinge aus, die ich nicht möchte. Okay, nein, kein Bosskampf, gut. Ah, come on! Oh, nee, nicht dieses Ding schon wieder. Mach ich dem überhaupt Schaden? Bin mir da sehr unschlüssig. Okay, mach ich. Oh, jetzt sind die auch noch an der Decke. Okay, aber dann kann ich da einfach... Ja, komm, wir gehen einfach durch. Alles gut. Alles easy. Ach, geh heim. Okay. Ist hier irgendwas Spannendes? Nee. Ach, geh... Boah, ey, die Dinger, ne? Wo ist es denn jetzt hin? Ist nicht mehr da, okay. Okay, da ist wieder heiß dahinter, ne? Yo. Dahinter ist auch wieder heiß. Yo. Aber da unten kommen wir durch. Okay. Okay, hier ist sehr warm unter mir. Oh, was ist das denn wieder für eine komische Tür? Ach so, die ist so zu wahrscheinlich. Die ist einfach geschlossen, praktisch. Okay, hier ist auch wieder heiß, ne? Ah, da komme ich gar nicht ran. Ich meine, es ist alles gut, solange wir nicht das nächste Emmy-Gebiet finden. Dafür bin ich im Moment mental noch nicht vorbereitet. Entschuldigung. Mist. Oh, hier ist auch wieder heiß. Ach, super. Ich muss ins Emmy-Gebiet, ne? Oh, nee. Ich glaube, wir schließen einfach den Part ab. Oh, nee, Mann. Ja, genau. Gut, dass Samus gleich mitgedacht hat und einfach mein Aeon verschwendet. Oh! Also, wir kriegen entweder den Morph Ball... Oder aber wir lernen halt dann so zu krabbeln. Aber normalerweise müsste der Morph Ball das halt klären. Ich würde sagen, nach diesem Emmy kriegen wir den Morph Ball. Und wie groß ist das Gebiet? Ja, moin. Da müssen wir hin.
Da ist die Zentraleinheit, da wollen wir hin. Ja, also der klettert durch Gänge. Das lernen wir dann auch, das ist schon mal sehr gut. Aber dies, ich werde nicht drum rumkommen, meinen Umhang einzusetzen. F. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Das hat so gar nicht gut funktioniert. Scheiße. So war das nicht gedacht. Scheiße. Mann. Wollte da drüber springen. Oh, kann ich hier auch hoch? Nein. Schade. Aber sie ist da oben. Dann kann ich doch jetzt runter. Dann ist doch hier alles chillig. Shit, da ist zu. Bin gar nicht da. Sie ist in den Gang gegangen. Shit. Aber jetzt kann ich hier hoch. Okay, ciao. Ich wollte mich da ranhängen. Wieso konnte ich nicht mit dem Umhang mich da ranhängen? Mist. Mann, ey. Wieso konnte ich mich mit dem Umhang nicht da ranhängen? Och, ich will jetzt nicht. Oh, nee. Das ist doch der letzte Part, den ich heute aufnehme. Muss das jetzt noch ein Emmy sein? Jetzt ist sie unten. Aber das läuft. Okay, okay, okay. So. Wo kann ich denn lang? Das ist halt die Frage. Hier unten. Hier kann ich durch. Jetzt ist hier zu. Gib dir jetzt Ruhe. Scheiße. Scheiße. Okay, raus. Oh, yes. Yes. Können wir irgendwo speichern? Ich will den Part beenden. Ich will nicht mehr. Oh Gott. Speicherpunkt? Ja, danke. Okay. Sorry für die 20 Minuten, aber ich bin durch. Ich bin durch. Danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal mehr Emmy-Spaß. Tschüss.